Ja, Sie haben gerade Wir Wasserbären von Till Liebe gesehen, den fünften und mit heute Abend letzten Beitrag unseres AutorInnenwettbewerbs Woche der jungen Dramatik. Im Anschluss an unser Gespräch dazu gibt es die Jurypreisverleihung. Aber bevor wir dazu kommen, freue ich mich, dass ich Till und David, den Autor und den Regisseur des gerade gesehenen Filmes, kurz ein paar Fragen zum Stück und zur Umsetzung stellen kann. Vielleicht könnt ihr euch zu Beginn ganz kurz vorstellen, Till, wie bist du zum Theaterschreiben, zum Theaterspielen, zum Theaterinszenieren gekommen? Ja, klar. Mein Name ist Till, ich bin 25 Jahre alt. Bin in Ostfriesland geboren und aufgewachsen und bin dementsprechend nicht mit dem Theater gucken so richtig sozialisiert worden, sondern eher mit dem Theater machen in so Schulkontexten. Bin dann nach der Schule ans Oldenburgsche Staatstheater gegangen, habe ein FSJ gemacht, habe da assistiert, bin von da aus nach Hildesheim gegangen, habe den Bachelor da gemacht. Das war dann 2014 und genau, und bin jetzt mittlerweile im Master in Hildesheim, Inszenierung der Künste und der Medien. Und bin zum Schreiben so vor 2 Jahren gekommen, eigentlich aus einer Theaterpraxis heraus, also eher aus dem Theater machen ins Theater schreiben, anstatt von vornherein als Autor tätig zu sein. Ah, okay. Und David, wie ist dein Anfang für dein jetziges am Theater sein zu beschreiben? Also ich bin David Castillo, bin 24 Jahre alt, bin in der Nähe von Zürich geboren, in Winterthur auch da aufgewachsen. Wie ich zum Theater kam, das war tatsächlich eher so eine Entscheidung meiner Lehrerin, weil ich in einem nicht deutschen Umfeld aufgewachsen bin oder nicht deutschsprachigen. Und da war Theater irgendwie in Reichweite, um die Sprache besser zu erlernen. Da habe ich ganz schnell irgendwie so für mich gemerkt, dass es mehr als nur mit Sprache zu tun hat, irgendwie mit Begegnungen, worauf ich außerhalb der Schul-AG mich auch noch in meiner Freizeit damit beschäftigt habe und so in die freie Szene gekommen bin und dann zwischendurch immer wieder am Schauspiel aus Zürich als Chorsprecher tätig war. Dann war mir das aber auch irgendwie noch nicht so genug und ich wollte nochmal einen theoretischeren Hintergrund kriegen, um auch irgendwie Sachen benennen zu können, die gerade passieren, die ich gerne anders hätte oder die ich gerne besser machen würde. Dann habe ich daraufhin in Zürich und Bern Germanistik und Tanz- und Theaterwissenschaft studiert und bin seit dieser Spielzeit Regieassistent am Staatstheater Braunschweig. Danke. Till, du hattest zu deiner Einreichung für unseren AutorInnenwettbewerb zusätzlich zu dem Textauszug ein sehr kluges und ausführliches Konzept eingereicht. Hattest du das so verstanden in unserer Ausschreibung, dass wir quasi ein Konzept zur Einreichung da zusätzlich auch erfragt haben? Ich glaube, das kann ich gar nicht so konkret erinnern. Ich glaube, das Wort war Exposé. Und irgendwie habe ich automatisch das mit einem konzeptuellen Futter verbunden. Und auch ist, glaube ich, das Konzepteschreiben schon viel länger Teil meiner Theatertätigkeit. Also weil ich vor allem in der freien Szene gearbeitet habe in den letzten Jahren und das Konzepteschreiben essentieller Teil davon ist, ein Theaterprojekt zu machen, weil man erstmal konzeptuell erörtern muss, warum man das machen will und was da vielleicht bei rauskommt und was das Spannende daran ist. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es so einen konzeptuellen Unterbau brauchte für mich, auch fürs Schreiben, weil ich das A, gewohnt bin und B, anders schreiben stand ja oben drüber und ich habe das Gefühl, für mich musste von vornherein klar sein, was bedeutet das denn auch strukturell und nicht nur inhaltlich. Ja, wir haben tatsächlich ja auch in dieser Ausschreibung nach neuen oder anderen Textformaten gesucht. Und du bist ja von einer wahren Begebenheit ausgegangen. Also dein ausgewählter Text ist der, der auf einer wahren Begebenheit, eigentlich fangen damit Krimis an, hast du gesagt, aber in dem Falle könnten wir den Krimi noch suchen darin. Und zwar erzählst du von der missglückten Raum
Ne, wie heißt das? Von einer missglückten Mondlandung, einer Raumsonde im April 2019. Was hat dich 50 Jahre, die werden ja gerade gefeiert, die 50 Jahre Mondlandung denn an diesem missglückten Versuch so interessiert? Also das Ergebnis des missglückten Versuchs ja eher. Also ein Freund hat mich eben auf eine Nachricht aufmerksam gemacht, die vor ungefähr einem Jahr dann eigentlich wie so publik geworden sein muss, nämlich dass eben gar nicht die Raumsonde verunglückt ist, das war Tage vorher passiert, sondern dass es sein kann, dass der Mond bevölkert wird von Wasserbären. Und das heißt, eigentlich ist das Ergebnis des Unglücks das, was ich als erstes in der Hand hatte, und bin darüber dann quasi erst auf die Missions- oder auf die auf das Unglück gestoßen, was dem zugrunde liegt, und musste, habe dann dazu recherchiert, und so kam das eine zum anderen. Das heißt, der Ausgangspunkt oder erste Begegnung mit dem Stoff war eigentlich ein Freund von mir, Max, der seine Tagesschau-App mir zeigt und sagt, was ist da denn los? Und so ging es dann weiter. Aber bevor wir nochmal auf dein Konzept bzw. auf die Struktur, die sich daraus ergeben hat, zu sprechen kommen, vielleicht jetzt die Frage an David. Wie würdest du deine spontane Begeisterung für den Text von Till eigentlich begründen? Ich glaube, dazu muss man auch sagen, dass ich normalerweise nicht fremde Texte inszeniere, sondern sie mit einer Gruppe von Leuten erarbeite, in einem, da bin ich sehr bemüht, kollektiven Arbeitsumfeld. Und der Text hat mich wahnsinnig irgendwie an die Art erinnert, wie ich und die Leute, mit denen ich arbeite, versuchen, an Sachen ranzugehen. Also dieses, vielleicht kann man es als Dystopie benennen, muss man vielleicht auch nicht, aber dieses Grundsetting, was eigentlich eher so ein, was Schlechtes darstellt oder eine gescheiterte Mondlandung in diesem Fall, daraus dann aber alles rauszukratzen, was noch geht, also das nicht als eine Situation anzunehmen, die jetzt zwingendermaßen so, die wir so ausharren müssen, sondern ein gewisses Potenzial daraus zu schöpfen. Und das fand ich unfassbar spannend an diesem Text, dass der mit so einer Wucht und so einer Kraft, mit einem gemeinsamen Wir, was als Netzwerk funktioniert und nicht als einzelne Person markiert ist, an so ein Ding ranzugehen und das Beste daraus zu holen. Das fand ich, oder das hat mich so, da habe ich mich verliebt. Also ist das Wir, also sprichst du von dem Wir, von den Wasserbären? Genau. Ja. Genau. Ja, ich finde auch, wir haben, als wir die Texte diskutiert haben, sehr oft über diese wunderbare Fantasie, die diese Wasserbären bei uns allen ausgelöst haben, diskutiert. Jetzt noch mal kurz zurück zur Strukturfrage, Till, weil bevor wir noch mal zum Praktischen kommen, interessiert mich das. In deinem Anschreiben, in deinem Konzept hast du von drei verschiedenen Erzählprinzipien oder Erzählstrategien geschrieben, die du ineinander verwoben hast. Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ausgehend von den Wasserbären oder von dem Szenario, wo so klar war, da muss ich mir was ausdenken, denn die kann ich nicht befragen. Also es ist eine Perspektive, die kann kein Mensch erstmal erzählen, sondern muss sie sich ausdenken. Da war so klar, okay, das braucht irgendwie eine bestimmte Form von Sprache, und das ist eher so das, was intuitiv bei mir aus Papier kommt, oder das ist so die geworden. Und dadurch, dass ich dann aber wie so eine Dreiteiligkeit ergeben hat, nämlich einmal die Erzählung der Wasserbären, wie sie auf dem Mond aufwachen und irgendwie überfordert sind. Dann die Erzählung, die eine dokumentarische Erzählung ist von dem Tag, an dem das Unglück passiert ist, wo so klar ist, das ist historisch, das ist dokumentarisch. Das kann ich auch rekonstruieren. Also ich kann mir gucken, was für Tweets es von dem Tag gibt. Ich kann mir angucken, was gibt es für eben auch einen Livestream von diesem Unglück. Das braucht eine eigene Sprache. Und dann bin ich in so ein ganz großes Loch irgendwie gefallen und habe mich affirmativ dem Themenkomplex der privatisierten Raumfahrtindustrie gewidmet, weil man immer denkt, das sei eigentlich wie so, oder alle verfallen der Idee, dass es ein zukünftiges Thema ist, aber eigentlich ist es ein sehr gegenwärtiges Thema, und habe mich da vor allem mit zentralen Figuren auseinandergesetzt, wo
es jetzt gerade monologisch nur Jeff Bezos erstmal gibt, wo es aber klar ist, da gibt es irgendwie so Global Player, die tendenziell gerade so viel Zukunft gestalten oder auf den Weg bringen. Und das hat mich dann auch fasziniert. Und genau, und da habe ich viele Interviews und Vorträge mir angeguckt, wo klar war, dadurch ergibt sich nochmal eine andere Sprachlichkeit. Und wollte keinen der drei Stränge irgendwie weglassen. Und dann war so klar, die müssen sich erstmal individuell entwickeln. Und dann war aber auch klar, am Ende müssen sie auch zusammenfinden und im besten Fall so einen Synergieeffekt haben. Also dass quasi eine Dynamik entsteht in den unterschiedlichen Sprachen und in den unterschiedlichen Szenarien. Umsetzungen auch, oder? Ja. Weil das ist tatsächlich dann die Überleitung zur Frage an David. Als wir noch an die szenische Aufführung geglaubt haben, also noch nichts von diesem Umswitchen gewusst haben, hattest du ja mit drei SchauspielerInnen geplant. Hatte das auch was mit dieser Dreierstruktur zu tun? Erstmal nicht, aber ich finde, drei Leute auf der Bühne finde ich für mich so das, was ich am liebsten sehe. Und ich finde so diese Dynamik, die drei Leute mit auf die Bühne bringen, das diese Verschworenheit, die diese drei innerhalb voneinander haben, finde ich super. Und ich glaube, dass, also natürlich ist es auch super, dass eine Struktur in drei Teilen vorhanden ist und dann drei Leute auf der Bühne. Aber primär wäre auch da das Ziel gewesen, alle Leute, die auf der Bühne stehen oder auch nicht Leute, Wasserbären, nicht zu sein. Ja, also nicht wirklich so einzeln zu behaupten, sondern oder jemand übernimmt ein bisschen mehr von der Erzählstruktur, jemand ein bisschen mehr von der Erzählstruktur, sondern als gemeinschaftliches Ding zu funktionieren. So. Und aber worauf beruht denn dann die Entscheidung, im Film nur eine Schauspielerin, Isabel Giebele, dann zu besetzen? Das war einerseits eine ganz pragmatische Entscheidung. Die Situation, die wir ja jetzt alle kennen, erfordert ja, dass man einen gewissen Abstand zu den Leuten hält und vielleicht auch in gewissen Teilen Masken auf sich hat. Und das war mir ein bisschen ich fand es so ein bisschen schade um den Text, weil diese ganze Dynamik und Sprachkraft und dieses Netzwerk an Sprache, diese Vielstimmigkeit dann so verloren geht, wenn die Dynamik irgendwie so darunter leidet. Dann habe ich mich dazu entschieden, das mit nur einer Schauspielerin zu machen, die super viel Energie mitbringt und dann das so umzusetzen. Und andererseits fand ich es aber auch ganz spannend, jetzt gerade, ich fand immer so ein paar Projekte, die ich gesehen habe im Internet, diese Live-Formate oder auch Nicht-Live-Formate vorproduzierten Videos hatten für mich immer so ein bisschen wenig mit der Situation gerade jetzt zu tun, also mit den Bedingungen, mit denen wir umgehen müssen. Und dieses, dass wir jetzt gerade nicht mehr Theater machen können und die Begegnung mit dem anderen so krass wegfällt, dass man so ganz fest zurückgeworfen wird auf die Begegnung mit dem eigenen und diese ständige Konfrontation mit sich selbst. Ich fand es irgendwie spannend, einen Text, der eigentlich von Netzwerk lebt, so auf eine Person runterzubrechen. Und aber Till hat ja seine Wasserbären für vier Stimmen geschrieben. Wie findest du denn jetzt den Film, die filmische Umsetzung? Also ich bin total glücklich mit der filmischen Umsetzung und ich habe sie ja auch heute nicht zum ersten Mal gesehen, sondern konnte sie mir in den letzten Tagen sogar schon mehrfach angucken. Also klar ist das erstmal eine große Setzung, die so ich nicht erdacht habe, weil genau da steht, der erste Satz ist, glaube ich, vier Wasserbären betreten eine Theaterbühne und es war so klar, okay. Und dann hieß es erst, nein, es werden nur drei sein, dachte ich, ja, okay, drei ist wahrscheinlich sogar besser. Und dann hieß es, nee, es ist nur eine Person. Dann dachte ich, oh, okay, jetzt wird es tricky, eben weil der Text dafür gebaut ist, dass unterschiedliche Stimmen auch im Miteinander eine Dynamik entfalten und ich so die Erfahrung gemacht habe, wenn eine Person eben versucht, mehrere Perspektiven einzunehmen, hat es immer eine Erzählung von jemand ist verwirrt oder jemand ist hin und her gerissen, fände ich sogar noch richtig,
Aber das ist nicht sowas von multipler Persönlichkeit oder sowas hat, sondern dass es da um einen Aushandlungsprozess gibt, wo es auch um verschiedene Perspektiven und Argumente geht. Und dass das trotzdem geglückt ist, da bin ich total glücklich drüber. Und auch kenne ich den Text ja vor allem von einer Person. Also ich muss sagen, beim Lesen spreche ich immer fast alles mit oder kontrolliere die Sätze in ihrer Rhythmik, indem ich sie mir selber vorlese. Und das heißt, den Text, auch wenn er für 4 Personen geschrieben ist, aus einem Mund zu hören, ist eigentlich das Gängige, was ich eben mit diesem Text auch verbinde. Das heißt, ich habe mich Isabel Giebeler, wo ich mich auch total bedanken möchte für ihren Einsatz. Auch wir schalten ganz kurz Isabel vielleicht jetzt mal dazu. Isabel, kommst du jetzt auch mal bitte? Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Alles gut. Hallo, hallo. Also ich habe mich ihr oder jetzt dir so sehr verbunden gefühlt, eben weil ich selber irgendwie gucken musste, wie ich das schaffe, einen Text für 4 alleine irgendwie zu behaupten, ich sei zu 4 oder so. Ja, ich habe auch gedacht, wir müssen Isabel unbedingt noch mal kurz eine Frage stellen. Sie hat nämlich auch schon am Dienstag, am ersten Abend, als wir den Text von Bruno Brandes vorgestellt haben, mitgemacht. Und deshalb, Isabel, mal die Frage an mich, nachdem du jetzt relativ zeitnah 2 junge Autoren gespielt hast und sonst ja eher sehr viel klassische Texte, zumindest bei uns in der Braunschweiger Zeit hattest, gibt es da große Unterschiede? Jetzt für mich zum Spielen? Ja. Unterschiede? Nee, finde ich eigentlich nicht. Also ich mag einfach diese jungen Texte total gern. Ich mache das richtig, richtig gern. Ich hätte das auch gerne noch öfter gemacht in Braunschweig. Ich habe das in Bielefeld, haben wir viele Leute, von Laura Naumann zum Beispiel, auch aus Hildesheim, habe ich 3 Stücke gemacht. Mario Salazar habe ich so. Das macht einfach mir total Spaß, weil ich finde, das hat irgendwie nochmal so eine andere Dynamik und so eine andere Aktualität. Und ich komme immer ganz schnell, habe ich das Gefühl, das ist so, ich kann so viel damit anfangen, so schnell. Und ich mache das einfach total gerne, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt dies oder das lieber spiele. Also ich spiele alles gern. Und wie war das bei den Wasserbären? Gibt es da irgendeine Annäherungslinie für dich? Also ich finde, bei den Wasserbären ist einfach so krass, dass das tatsächlich so aktuell ist. Also jetzt gerade auch in dieser Situation, also für mich jetzt im Privaten, aber auch so die Situation, die wir jetzt haben, diese Texte, die da stehen, also auch dieser eine Satz, den mag ich so gern, wo ich sage, oder wo der Wasserbär sagt, wenn alles so bleibt, wie es mal war und wir nichts überwinden, nur unterbinden und das auch nur zwischen uns und das auch nur für eine gewisse, ungewisse Zeit. Ich finde, das ist genau jetzt diese Situation so. Wenn wir alles nach Corona so weitermachen wie vorher, wie traurig wäre das? Wir müssen jetzt Dinge verändern, wir müssen jetzt aus der Situation lernen und das Potenzial ausschöpfen. Und ich finde, das ist bei den Wasserbären, das bringt es so auf den Punkt. Das hat mich jetzt einfach mir nochmal so Spaß gemacht. Auch diese Aktualität, das ist total schön. Ja, Till, geht dir das auch so beim jetzt wieder neu hören, wie viel sehr aktuelle Sätze du da reingeschrieben hast? Ja, es wurde sogar schon mal gesagt, es sei auch so eine Art prophetisch, weil es ja nie als Livestream gedacht war und immer, wenn jetzt heißt, also es gibt ja diesen Satz, es wird ein Livestream auf YouTube geben und den gab es heute Abend, also auf so eine fast unangenehme Art und Weise, ja, würde ich auch sagen, dass es irgendwie das jetzt gerade sich Bezüge herstellen lassen, aber gleichzeitig finde ich es auch spannend, dass es ja eigentlich ein historischer Text ist oder sein müsste, oder also die Entwicklung, die porträtiert wird, müsste eigentlich schon geschehen sein, weil es eben einen ganz klaren also einen Punkt der Handlung gibt und das ist der 11. April 2019. Also dass es gleichzeitig irgendwie was hoffentlich sehr Gegenwärtiges hat, aber sich selbst auch als Erzählung von einer Geschichte oder von einer eventuellen Geschichte labelt. Aber was ich jetzt tatsächlich darauf Bezug nehmend nochmal fragen würde, ist, wir haben ja, wie ihr wisst, eine ganze Woche lang in Braunschweig ein Festival zu Theatertexten oder zu neuen Formen von der Entstehung und Genese von Theatertexten veranstaltet. Was glaubst du denn, jetzt frage ich dann den David mal zuerst, was für eine Funktion hat so ein Theatertext heute noch für die Entstehung eines Abends für dich? Also ich komme natürlich aus dieser theaterwissenschaftlichen Ecke, die ganz starr behauptet,
Also Postdramatik geht gar nicht mit Theatertext als Grundelement eines Abends, sondern nur als Teil eines Abends. Das widerspiegelt sich aber nicht immer in meiner Erfahrung. Ich würde aber auf jeden Fall behaupten, dass so ein Theatertext das im besten Fall das Produkt eines gemeinsamen Prozesses oder eines gemeinsamen Abhandelns, Abrackerns, Aneinanderreiben an einem gewissen gesellschaftlichen Phänomen ist. Also dass ein Theatertext, zumindest so wie ich ihn gerne sehen würde, ist immer das Ziel, immer doch Produkt eigentlich ganz gut eines kollektiven Prozesses. Till, siehst du das auch so? Jein. Also ich check den Gedanken total und muss aber, wenn ich so biografisch rückblicke, sagen, dass quasi das Schreiben für mich irgendwie eher eine Abkehr vom kollektiven Arbeiten war. Also dass ich das Gefühl habe, dass es eben auch sein kann, dass ich oder dass ich nicht Teil des Kollektivs bin. In diesem Fall habe ich mich sehr Teil im Arbeitsprozess gefühlt, David und ich hatten waren viel im Austausch und es war ganz toll, Feedback zu bekommen, nochmal neue Passagen zu schreiben und so weiter. Erstmal, genau, also Funktionen, klar, es kann irgendwie ein Impuls sein, es kann auch eine Basis sein, je nachdem, was für Theater man halt gerne machen will. Es kann ein Gegner sein, wenn es gut oder schlecht läuft. Im besten Fall habe ich das Gefühl, wollen Theatertexte Funktionen haben. Das würde ich nämlich erstmal gar nicht allen zusprechen. Und wenn sie irgendwie Funktionen haben wollen oder funktionieren wollen, kann es auch darum gehen, was für Inhalte wollen sie nach vorne bringen, welche Perspektiven wollen sie sichtbar machen. Also, dass sie sich ihrer Funktion bewusst sind und der Möglichkeit, eine Funktion zu sein oder zu haben, das finde ich eigentlich ausschlaggebend. Aber das bedeutet dann, und das wäre jetzt auch meine letzte Frage, dass für euch das Theater immer noch der Ort wäre, der solche Perspektiven möglich macht, sei es in einer anderen Art und Weise des Zusammenarbeitens oder sei es in einer anderen Art von Stoffsuche, Textgenese. Ist Theater für euch immer noch ein Ort, an dem ihr gerne sein wollt? Isabel, vielleicht frage ich dich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich, auf jeden Fall. Theater ist immer das ist der Ort, wo ich unbedingt sein will. Und wenn die Bedingungen stimmen und wenn das so, also so, ja, in so ein Miteinander ist. Und das finde ich eben auch so toll, wenn dann der Autor auch vorbeikommt, auf die Proben kommt oder im Austausch ist. Das ist so, jeder seine Aufgabe hat und es zusammen entsteht. Das finde ich total wichtig und das finde ich total schön, wenn das so klappt. Deswegen ist es, voll gut. Hm? Ob das Theater der Ort ist, an dem ich sein will? Oder ob du dem Theater noch eine hoffnungsfrohe, sinnhafte Zukunft zugestehst? Schauen wir mal. Also auf so eine Art, ich habe jetzt ja viel Zeit und Kraft investiert in diesen Raum. Also manchmal wünschte ich mir eigentlich, dass ich mich dem leichter entziehen könnte und irgendwie mich woanders ausleben könnte, wenn man das so formulieren will, weil im Theater auch viel falsch läuft und die Frage ja auch schon symptomatisch ist, dass nicht so alles gerade perfekt läuft. Also dass im Theater dass man da viel sehr kritisch sehen muss und kann, aber aufgegeben habe ich es natürlich nicht. Also ich kann es immer nicht sagen, ohne so pathetisch zu werden, und das hasse ich eigentlich, wenn man so eine sehr klare Argumentationslinie verlassen muss. Aber ja, irgendwie geht es hoffentlich, und eigentlich bin ich mir doch sicher, dass es weitergeht. Denn die digitale Alternative, habe ich das Gefühl, auch wenn sie hier bravourös gelungen ist, viele vermissen das Theater ja gerade, und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Das nehme ich jetzt mal als Abschlusswort, David. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht den letzten Satz weggeschnitten. Bevor wir jetzt zur Preisverleihung kommen, ein kleiner Hinweis: um 8 starten wir als letzten Punkt unserer Thementage in Braunschweig den Film von einem eigentlich auch live gedachten Gastspiel von Julia Buchberger, einer Kommilitonin von Till aus Hildesheim. Du hast es zweimal gesehen, wir hätten es gern auch live gesehen. Sie hat einen sehr schönen Film daraus gemacht, 100 Ways to Imitate a Chicken.
Ich lade die ZuschauerInnen, die gerne wollen, dazu herzlich ein. Aber alle, die jetzt bei uns bleiben, können sich die Preisverleihung anschauen. Deswegen sage ich jetzt mal zu Isabel, David und Till tschüss. Ich sehe euch später nochmal und bitte Elisabeth Gabriel, die Chefdramaturgin aus Magdeburg, zu mir. Jetzt muss ich mal kurz hier meinen Auf Wiedersehen. Danke. Hallo, liebe Claudia. Hallo, Elisabeth. Guten Tag. Guten Tag. Ich übergebe mal an dich. Genau, also jetzt beginnt unsere Preisverleihung, die Claudia und ich hier mit feierlich einläuten. Ich möchte zu Beginn der Preisverleihung kurz noch erzählen, wie dieser Preis entstanden ist. Claudia Lovin vom Staatstheater Braunschweig und ich vom Theater Magdeburg haben eben vor anderthalb Jahren zum ersten Mal über die Idee eines AutorInnenwettbewerbs gesprochen, da er als Nachwuchsförderung gedacht war. Und haben dann ebenso nach und nach diesen Preis der jungen Dramatik entwickelt, haben die Kooperation mit dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig dann gesucht und mit dem Fachbereich Kulturwissenschaften und ästhetische Kommunikation an der Universität Hildesheim und haben deren Studierende dazu aufgerufen, sich mit einem Stückentwurf für ein abendfüllendes Theaterstück an unserem Wettbewerb zu beteiligen. Als Hauptpreis winkt eben so ein Stückauftrag mit Uraufführung, diesmal am Theater Magdeburg, der auch dann am Staatstheater Braunschweig zu sehen sein wird. Der Stückauftrag ist dotiert mit 6.500 Euro. So, an dieser Stelle muss ich kurz den finanziellen Unterstützern dieses Preises ganz herzlich danken, allen voran dem Förderverein des Theaters Magdeburg und der Stiftung Niedersachsen. Ja, und zu unserer großen Freude haben sich tatsächlich 32 angehende DramatikerInnen mit ihren Texten an diesem Wettbewerb beteiligt. 32. Und ich darf jetzt die 5 AutorInnen begrüßen, deren Stückentwürfe wir in den Dramaturgien aus Magdeburg und Braunschweig für die Endrunde und für diese in dieser Woche stattgefundenen Präsentation ausgewählt hatten. Ich bitte dazu Bruno Brandes. Hallo. 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 Hey. Wiebke Charlotte Gneuss. Ich gehe wieder alphabetisch vor, wie diese Woche war. Guten Tag. Marie-Lucienne Fers. Guten Tag. Johannes Koch. Sehe ich ihn. Johannes Koch, guten Tag. Und Till Wiebel kommt bitte jetzt wieder zurück. Herzlich willkommen und vorab schon mal euch 5 auch von mir. Ich habe euch ja irgendwie nie so zusammen gesehen. Herzlichen Glückwunsch zu diesen, wie wir ja alle finden, sehr vielversprechenden und sehr unterschiedlichen Texten, die wir ja in dieser Woche in Live-Lesungen, sehr überzeugende Live-Lesungen und sehr schöne Videoinszenierungen sehen konnten. Ja, also aus diesen 5 Entwürfen, die wir ja schon aus den 32 Entwürfen alle gemeinsam ausgesucht hatten, hat eine Jury aus erfahrenen Theaterleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen nun das Preisträgerstück gekürt. In der Jury vertreten waren Henrike Beutner vom Rowohlt Theater Verlag, Lara Joy Buß vom Performance-Kollektiv Markus und Markus, Gunnar Decker, freier Schriftsteller und Autor für Theater der Zeit, Tim Kramer, Schauspieldirektor am Theater Magdeburg, und Amelie Niermeier, Regisseurin und Studiengangsleiterin Schauspiel und Regie am Mozarteum Salzburg. Als Vertreter der Jury werden heute Abend Lara Joy Buß und Tim Kramer den Preis vergeben. Ich möchte jetzt Lara Joy Buß und Tim Kramer dazu bitten. Ich glaube. Hallo, hallo ja. Lara Joy, hallo Tim. Hallo. Ich übergebe jetzt das Wort an euch. Hallo von uns. Uns haben eure Texte in den letzten Wochen begleitet. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Es hat großen Spaß gemacht, die Texte zu lesen, eben vor allem, weil sie, wurde gerade auch schon gesagt, ein sehr breites Spektrum abbilden. Das war sehr spannend. Und jeder Text eben seine sehr eigene Qualität hat oder Qualitäten eher. Heute Abend sind wir stellvertretend hier. In der letzten Woche saßen wir alle zusammen und hatten eine Jury-Sitzung, in der wir sehr lange besprochen und mitunter auch diskutiert haben.
Und bevor wir jetzt zu der Laudatio kommen, wollen wir so ein paar Sätze zu allen Stücken vorlesen, die wir nach der Jury-Sitzung gesammelt haben. Ich beginne damit auch direkt, Tim, oder? Willst du? Ja, genau. Okay. In einer faszinierenden, poetischen Sprache entwirft Bruno Brandes in »Mein Ideal ist so schön, ich kann es mir mein Leben lang ansehen« bildgewaltige Traumwelten, die von Schönheit und Humor geprägt sind. Sobald eine Welt greifbar ist, wird sie dekonstruiert und in eine andere überführt. Assoziative Momentaufnahmen, die mitreißen und ein klares Gefühl beschreiben. Die Sehnsucht, besondere Momente konservierbar zu machen. Glückwunsch ist eine dokumentarische Untersuchung des nach wie vor brisanten Themas Abtreibung sowie den damit einhergehenden persönlichen Erfahrungen und Fragen nach Mutterschaft, Beziehung und Rollenbildern. Wiebke Charlotte Gneuß ist es dabei gelungen, authentische Erfahrungsberichte in einen erhellenden und berührenden Theatertext zu transformieren, der in der Lage ist, vorgefertigte Meinungen zu hinterfragen. In Nova Park von Marie-Lucien Vers treffen Figuren aufeinander, deren Geschichten sich nach und nach miteinander verknüpfen. In einer sehr klaren Sprache trägt uns die Autorin geschickt durch die einzelnen Zimmer einer psychiatrischen Anstalt mit innovativem Konzept. Es entstehen spannende Figuren, deren Innensichten wechselweise im Fokus stehen und die Fragen aufwerfen. Fragen nach Erwartungen und Illusionen. Jeder Mensch ist schön und wenn einer nicht schön ist, dann ist er auch kein Mensch, ist der ganze Arbeitstitel des Stückes von Johannes Koch. Er greift darin behutsam das immer noch tabuisierte Thema der männlichen Anorexie auf. Sein rhythmischer und von virtuoser Sprachbehandlung geprägter Text wird dabei jedoch zugleich zu einem Abbild der Lebenswelten heutiger Jugendlicher und einer Gesellschaft, bei der es unklar ist, wer der Gesunde und wer der Kranke ist. Tim Wiebel verschränkt in »Wir Wasserbären« dokumentarisches Material einer Mondlandung mit einem Chortext »Sprachverliebter Wasserbären«. Es entsteht nicht nur ein toller Humor, sondern auch eine originelle Form und schillernde Themenvielfalt. Die Figuren sind auf sehr besondere Weise einander ergänzend ausgestaltet. Sie vermögen zu überraschen und befragen die Zuschauerinnen und Zuschauer provokant und neugierig. Jetzt mussten wir leider, hatten wir die schwierige Aufgabe, uns zwischen diesen Texten für einen zu entscheiden. Ich habe es schon gesagt, es hat ein Weilchen gedauert. Schlussendlich entschieden haben wir uns dann für den Text von Johannes Koch. Tim hat dazu noch ein paar Worte weiter vorbereitet. Also ein paar Worte noch zu unserer Entscheidung für Johannes Koch. Jeder Mensch ist schön und wenn einer nicht schön ist, dann ist er auch kein Mensch. Wird das immer noch tabuisierte Thema männlicher Anorexie behandelt. Dabei schafft es Johannes Koch sein Anliegen, das ihm persönlich sehr nahe ist, niemals zur bloßen Nabelschau herabzustufen. Im Gegenteil, der Text verdichtet in rhythmisch klarer und präziser Sprache das Lebensgefühl von heutigen Jugendlichen, aus deren Gruppe ein Junge herausfällt. Dessen Empfindsamkeit, Angst und Langsamkeit vermeintlich nicht in diese Gesellschaft passt. Und diese Gesellschaft ist eine, in der junge Menschen funktionieren müssen, anstatt zu träumen, in der man Muskeln aufbauen muss, um im kapitalistischen Rugby an die Töpfe des Überflusses zu gelangen. Welches andere Mittel bleibt einem Jungen, der in einer solchen Welt erdrückt zu werden droht, um sich zu wehren? Johannes Koch zeigt dies mit einer vielfarbigen Stilsicherheit. Hier wechseln messerscharfe Dialogszenen mit fantasievollen inneren Monologen und den nicht weiter zugeordneten Betroffenen. Wer sind sie denn wirklich, die mit sarkastischem Staccato abgebildet werden? Die Kranken oder die vermeintlich gesunden Angehörigen? Ein weiterer Höhepunkt ist die mit rhythmischer Finesse ausgestattete und sich dramatisch zuspitzende Szene der Kanalbrückenbesteigung in Prosa. Aber es gibt auch eindringliche Momente von Sprachlosigkeit und impressionistische Zeichnung von Sommergefühl und Badelust. Hier muss jemand eben nicht seine Muskeln spielen lassen, sondern traut sich, Gefühlen den notwendigen Raum zu geben. Und das ist alles andere als kitschig, sondern zeigt Mut zur Utopie, die wir alle so dringend
nötig haben. Ich finde Ironie nicht gut beim Schreiben, sagt Johannes Koch im Nachgespräch. Und darin kann man ihn nur unterstützen. Wie schön ist es, einen jungen Theaterautor anzutreffen, der mit Ernst, natürlich mit gleichzeitigem Bewusstsein des Scheiterns, an das Theater herangeht. So heißt es in der Traumszene bei Johannes Koch: Ja zu wolkenlosen Nächten, ja zu ernst gemeinten Tränen, ja zum in die Augen schießen, ja zu Musik, ja zu Ekstase. Und dann schließt er doch mit einer kleinen ironischen Brechung: Ja zu den jetzt einsetzenden Streichern. Und doch möchte man ganz unironisch hinzusetzen, dass hier jemand Ja zum Theater sagt. Und das in einer Zeit, in der das Theater schon zum wiederholten Male für tot erklärt wurde. Und, wie der Zufall es will, in einer Zeit, da wir uns Pandemie geschädigt und in unseren Schuhschachteln sitzend nichts mehr wünschen als ein Gegenüber, das uns zuhört, unsere Gedanken reflektiert und uns mit seiner Fantasie den süßen Duft der Freiheit spüren lässt. Johannes Koch ist dies mit jeder Mensch ist schön und wenn einer nicht schön ist, dann ist er auch kein Mensch, mit Bravour gelungen. Und deshalb unser erster Preisträger des Autorinnenwettbewerbs des Staatstheaters Braunschweig und des Theaters Magdeburg. Wir freuen uns sehr auf die Weiterentwicklung und die Uraufführung des Stückes in der kommenden Saison und gratulieren sehr, sehr herzlich. Wow, danke. Jetzt klatschen wir doch. Übergebe mal den Preis hiermit. Kann man ihn sehen? Ja. Das ist der Preis. Bevor wir jetzt anstoßen, macht Claudia noch etwas. Ich habe auch noch einen Check. Und zwar gab es ja noch den Publikumspreis, den wir tatsächlich nicht vergeben konnten, weil welches Publikum sollte man wie real einschätzen? Deswegen haben wir beschlossen, wir machen den Preis. Sieht man den gut? Nee. Nee? Du musst weiter weg. Höher. So, noch weiter runter. Seht jetzt ihr? Wir haben beschlossen, es ist ja auch, wie gesagt, das erste Mal, dass wir diesen Wettbewerb veranstalten. Wir teilen den Publikumspreis unter den 4 Zweitplatzierten auf. Seht ihr ihn? Gut. Und jetzt möchte ich dann doch Johannes Koch die Möglichkeit geben, vielleicht 2 oder 5 Sätze zu sagen. Ja, vielen Dank. Wow, das ist super cool. Dankeschön. Ich habe schon einen Drink ready, um anderen Leuten zuzuprosten. Und jetzt poste ich mir selber dann zu, wahrscheinlich. Ja, vielen Dank, dass ihr das so schön eingerichtet habt und dass dieses ganze Festival jetzt stattfinden konnte online. Ich fand es toll, dass es irgendwie so verschieden umgesetzt waren, die verschiedenen Texte. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die anzugucken, Abend für Abend. Danke euch. Und ja. Prost! Ja. Johannes und Prost. Bruno, Charlotte, Marie und Till. Auf euch. Chin, chin. Chin, chin. Jetzt sollte irgendwas so ein Tusch kommen. Vielleicht kommt er auch. Wir hören ihn nicht. Im Vorgespräch war auch noch von Musik die Rede, dass jetzt so. Ja, ich glaube, das hören nur wir nicht. Gespielt wird. Ach so, der Tusch ist bestimmt außen zu hören. Mhm. Ich glaube, wir sind hier so ein bisschen im luftleeren Raum. Ich bin das schon seit einer Stunde. Ja, also Johannes, wir freuen uns sehr, weil wir vom Theater Magdeburg diesmal diese Uraufführung, also die findet bei uns statt. Wir freuen uns sehr, da hier diesen Text noch weiterzuentwickeln und dann die Uraufführung an unserem Theater zu machen, die dann auch in Braunschweig zu sehen sein wird. Und ich weiß schon den Premierentermin, das ist der 21. Mai 2021, jetzt noch unwirklich weit weg. Wow. Da aber dann hoffentlich real bald greifbar. Genau. Ich möchte aber auch wirklich ausdrücklich allen anderen vielen gratulieren. Leider kann es wirklich nur einen Sieger geben. Es war wirklich schwierig. Ich war dabei als Koordinatorin, Organisatorin bei dieser Jury-Sitzung. Kann sagen, es war sehr eng und diese Texte sind so großartig in ihrer Unterschiedlichkeit. Und ich möchte eigentlich nur euch nur ermutigen, daran weiterzuarbeiten, weil ich weiß, da gibt es schon viel Interesse und diese Texte werden ihren Weg auf die Bühne finden sowieso. Also teilweise, weil sie es sich selbst macht oder weil sich jemand anderer schon dafür interessiert. Also alles Gute auch für euch. Genau, und ich hänge mich natürlich an die 27 anderen jungen AutorInnen ran, weil auch die, die wir jetzt nicht auswählen konnten, weil wir konnten nur 5 machen, mehr ging einfach nicht,
Auch die sind, also auch von diesen 27 gab es eine Menge Texte, die sehr schweren Herzens und nach großen Diskussionen erst aussortiert werden mussten. Also auch an euch nochmal ein Dankeschön, dass ihr auch dafür ein Grund seid, dass wir dieses tolle Festival machen konnten. Was, und das ist jetzt noch meine Urbotschaft, auf jeden Fall in dieser Kooperation zwischen Magdeburg und Braunschweig in der nächsten Spielzeit fortgesetzt werden soll. Das ist mein Chin-Chin. Ich bitte jetzt nochmal die 5 RegisseurInnen dazu, damit wir jetzt langsam anfangen, alle miteinander zu feiern. Also, bitte David Castillo, David Stör, Sena Zahirovic, Petra Schönwald, hallo, guten Tag, und Christoph Dien, mein Kollege. Hallo, Christoph, guten Tag. Herzlichen Dank an euch 5 auch nochmal, weil tatsächlich dieser Schritt vom Text zur Umsetzung in dieser Unterschiedlichkeit, nun auch schon 3-mal gesagt, aber auch ein sehr wichtiger und ein ganz toller gewesen ist. Danke. Jetzt machen wir jetzt immer mit unserem Wasserglas hier so. Danke. Herzlichen Dankeschön. Ich möchte jetzt noch die letzte Dankesrunde anstimmen. und zwar eben für die tolle Zusammenarbeit mit der Dramaturgie in Braunschweig. Das war wirklich eine ganz großartige Kooperation. Und möchte die anderen Dramaturginnen, die daran beteiligt waren und Organisatorinnen, noch hinzubitten, nämlich Laura Busch. Hallo Laura. Katharina Gerschler aus Braunschweig. Hallo Katharina. Ja, reiß ich mir das Laptop runter. Hallo. Holger Schröder. Holger. Ja, hallo Holger. Und vor allem für Braunschweig Annika Jacobs, die in Braunschweig wirklich alle Fäden der Organisation zusammengehalten hat, eisern. Und schließlich, last but not least, nämlich vor allem ganz wichtig, auch Caroline Roma für die großartige Organisation und technische Umsetzung dieser Livestreams. Es gäbe diese Veranstaltung nicht ohne... Hey, Johannes! Danke! Und danke noch an Caroline für diese unglaubliche Arbeit und danke an Annika. Caroline ist schon besoffen, zum Glück. Ja. Wir machen. Und ich möchte nochmal anstoßen mit allen Autorinnen und Autoren, mit Claudia, Tim, Lara Joy und alle RegisseurInnen, DramaturgInnen. Es war einfach großartig und ich hoffe, wir sehen uns so bald wieder, vielleicht in Realität dann nächstes Mal. Das wäre schön. Das wäre schön. Ja. Danke ans Publikum. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.